Hier der Uhrmacher, bestimmt sein ganzes Leben schon in Elmshorn oder Pinneberg. Immer fleißig, immer pünktlich, immer nett zu seinen Kunden. Ich habe jetzt schon über 230 Videos gemacht und bei manchen ist es mir immer noch peinlich zu filmen. Da denke ich mir, was denken die Leute, was stimmt bei dem Jungen nicht? Elmshorn versorgt mich mit Essen. 6-7 Mal die Woche. Ich nehme jede Lästerei zurück. Oh, jetzt kommt der schöne Teil. Ich bin schlecht vorbereitet, ich habe den Namen schon vergessen von dem Fluss. Krützau oder so, ne? So, jetzt geht's weiter nach Barmstedt. Nicht verwechseln mit Bad Bramstedt. Ahoi!